Ihr alle seid hier, um was ganz Besonderes auf dieser Welt zu verändern. Und dieser Welt wäre was verloren, wenn ihr dieses Potenzial nicht ausleben könnt. Wenn ihr dieses Potenzial nicht lebt. Weil diese Welt hat es sich verdient, euer schönes Potenzial zu sehen. Ihr alle tragt etwas Unglaubliches, Heiliges in euch. Und diese Welt wartet darauf, dass ihr das hinausbringt. Und deshalb sind wir alle da. Sind wir hier, um zu lernen und bestenfalls ganz viel Licht in diese Welt zu bringen. Whisper in the wind sent me home. I'd believe there was something more. We belong here and we deserve to dream. Also, wer seid ihr? Johanna. Nochmal? Johanna. Sie, Hanna. Ja. Und wie alt bist du, Johanna? 7 Jahre alt. 7, okay. Wer bist du? Ich bin die Annabelle und ich bin 9 Jahre alt. Mhm. Ich bin die Helena und bin 10 Jahre alt. Okay. Ich bin der Benjamin Hinger. Ich bin der Dorian. Mhm. Bin 11 Jahre alt. Zumindest jetzt schon 12 Jahre alt. Die Emilia Magal. Ich bin Jakob Samuel Hammer und ich heiße Sophia Katharina Hammer. Und ihr seid Geschwister? Mhm. Ja. Okay. Ich bin der Niklas. Und wer bist du? Stell dich mal vor. Der Konstantin Otto Hohl. Nachnamen. Sehr gut. Ich bin der Leon, ich bin 9 Jahre alt. Ich bin der Niklas, ich gehe in die Dabdana Kinderschule. Ich bin Gergő Hitesch, komme aus Ungarn. Und seit 4 Jahren bin ich hier. Ich bin die Suri. Was ist die Suri? Und wie alt bist du? 10 Jahre alt. 10, okay. Und was gefällt dir am allermeisten an der Schule? Eigentlich viel. Lesen ist recht cool, Rechnen ist recht cool und dass ich mit meinen Freunden ab und zu mal Zeit verbringen kann und mal Zeit für mich haben kann. Sehr schön. Vielleicht kann ich ja nachher noch eine Schulführung geben. Natürlich. Wenn es passt. Dass wir hier frei lernen können und auch Freizeit haben. Also, und vor allem, dass die Gruppen durchgemischt sind, das finde ich sehr cool. Weil so kann ich zum Beispiel während der Schulzeit auch mit meinem Bruder was machen. Mhm. Was schon sehr cool ist. Weil ich auch mit kleineren wie wir befreundet bin. Und es würde halt in einer normalen Schule nicht gehen, das finde ich schon sehr cool. Aber halt auch dass dieses freie Lernen ist schon auch sehr cool. Was heißt freie Lernen? Also, dass man sich selber aussuchen kann, wann man jetzt was lernt. Mhm. Oder wann man welches Modul machen will. Das heißt ja Modul für uns. Finde ich sehr cool, ja. Das Schönste für mich in der Schule, dass ich frei lernen kann. Dass die ganze Schule so zusammenhaltet. Ich liebe die Schule. Es ist für mich. Ich war in einer normalen Schule für so ein Jahr. Und dort habe ich mich richtig runtergebrochen, habe ich mich schlecht gefühlt. So ziemlich das Freilernen und der Garten. Mhm. Also mir gefällt beispielsweise, dass wir, was ich immer am liebsten mag, sind die Tagesangebote. Die sind recht praktisch, weil da kannst du beispielsweise nächstes Mal, wenn du keine Lust hast, da musst du nicht mitmachen. Da kannst du dich einfach jedes Mal neu eintragen. Mein Lieblingstagesangebot ist Nähen. Das Nähen. Mhm. Sehr schön. Für mich das Schönste, dass ich hier einfach mehr Sachen machen kann, was ich will. Das Schönste für mich ist, dass man hier frei ist, ein bisschen mehr. Man muss nicht die ganze Zeit herumsitzen, wie in normalen Schulen. Man kann ein bisschen was mehr machen, zum Beispiel draußen im Garten Fußball spielen oder so. Hier drin machen wir in der Früh manchmal auch Fußball. Dann haben wir MPS, Mathe, Projekt oder Schreiben. Ich mache meistens Projekt. Gerade ist mein Projekt Schlachtschiffe. Mhm. Ja, mich beruhigt auch ein bisschen, dass die Lehrer einen nicht so den Arschtritt geben. Mhm. Und da ist wirklich, wenn ich eine Meinung habe und ich das machen mag, dann kann ich wirklich, ich kann da das machen, was ich will. Es ist frei. Wir sind frei da drin, das ist voll super.
keine Kriege mehr. Keine Kriege mehr? Nein. Und wieso? Weil ich nicht so gern mag, wenn dann die Bomben fliegen und wenn dann viele Leute sterben. Warum meinst du, machen wir das generell? Weil manchmal Leute etwas nicht wollen auf der Welt, was zum Beispiel, wenn jemand gemein zu ihnen war, dann hauen sie manchmal, aber dort ist es dann noch schlimmer, wenn zum Beispiel jemand jemanden richtig traurig gemacht hat oder aus einem Land aussteigt und dann will er das eigentlich nicht und dann kann auch sein, dass dann halt so ein Krieg kommt. Hm. Nur deswegen, obwohl es gar kein großer Grund ist. Also es gibt, meinst du, gar keinen richtigen Grund für den Krieg? Manchmal nicht, manchmal schon. Schon? Also halt manchmal gibt es schon einen richtigen Grund. Welchen zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel in einer großen Gruppe von einem Land ist und dann halt die alle immer zusammenhalten und man steigt dann von dort aus und kann es schon auch sein, wenn dann mehrere Länder von dort aussteigen, dass es dann auch zum Krieg kommt. Und das ist dann gerechtfertigt, meinst du? Muss nicht sein. Muss also nicht manchmal sein. Nicht, also halt eigentlich auch nicht wirklich nett. Weil sie haben sich halt dann selbst dazu entschieden. Wenn es für die anderen nicht passt, dann ist das halt auch blöd, weil wenn es für sie dort nicht so schön ist, wenn sie das nicht wollen, ist es besser, wenn sie aussteigen, finde ich. Mhm. Ah, ja, ich habe wirklich einen Wunsch. Weltfrieden. Das ist ein paar Mal, so gibt es in der Schule so welche Leute, alle Schulen haben wir gesagt, hey, du kommst aus Ausländer. Wenn ich war, richtig klein, noch kleiner, dann war das und das will ich nicht, dass die Ausländer ein bisschen so ausschließen wie aus Ungarn. Das mag ich gar nicht. Und was würdest du dir da wünschen? Dass das diese Menschen werden normal sein. Klimaverschmutzung oder Wilderei auflösen. Ich für die Kriege, dass die aufhören. Dass mein Bruder nimmer nervt. Puh, eigentlich habe ich gar nichts, weil für mich passt eigentlich alles so. Das ist sehr schön. Sehr schön. Für mich, dass es keinen Krieg mehr gibt. Okay, wieso? So halt. Weil nur Russland und so, aber die ganzen Länder schicken Russland und der Ukraine gerade nur Waffen. Hm. Das finde ich nicht schön. Puh, das ist schwer. Soll sich ändern? Dass es nicht mehr so viele arme Menschen gibt, also dass es viel mehr aufgeteilter ist, weil es so viele arme Menschen gibt, so wie in Afrika unten, die werden alle so schlecht behandelt. Oder auch in, wo war die WM jetzt? Abu Dhabi? Na. Dubai? Dubai, genau. Dort in Dubai unten, da, weil die Leonie hat da ein Projekt drüber gemacht, eine Freundin von mir. Und die werden dort extremst schlecht behandelt alle und die müssen den ganzen Tag arbeiten und die kriegen eigentlich fast gar nichts dafür. Und das sollte irgendwie halt aufhören. Dass es keine Kriege gibt oder so, sondern dass wir alle zusammenarbeiten. Dass wir alle Spaß zusammen haben, dass niemand mit irgendwem streitet. Ich finde, das wäre das Allerschönste. Welche wäre das? Dass kein Krieg mehr ist. Wieso? Weil ich es nicht mag und jeder Druck macht, wenn man sagt, jetzt kommt gleich einer mit dem Quer rein. Nein, ich mag es nicht einfach. Mhm. Sterben so viele Leute. Viel zu viel. Ja. Das wäre zusammenhalten können. Mhm. Und noch was? Wenn zum Beispiel irgendwas passiert, dass wir dann allen zusammen helfen können. Deswegen sind wir so viele, meinst du? Ja. Dass wir diese Welt schön und bauen, wie gut wir können. Ich glaube, wir müssen die Erde erhalten, weil wir haben den Lebensraum zum Leben gekriegt. Und wenn wir jetzt nicht leben, dann stirbt das alles da und dann ist das. Also das ist so wie unser Inneres, ist das jetzt das Innere. Wir sind jetzt das Innere von der Welt, von dem, wo wir leben. Ja.
Mega schön gesagt. Weil die Erde vielleicht irgendwas Lebendiges braucht, außer nur Tiere. Wieso meinst du? Ja, weil sonst eigentlich nichts los wäre. Die Erde braucht auch ein bisschen Action. Wenn wir einfach, das weiß ich nicht so genau, von vielleicht von den Meteorit runterkommen oder aus dem Weltall kommen oder irgendetwas. Aber jedenfalls die Natur zu schützen, finde ich ganz wichtig. Der Gott und so sich das ausgesucht hat, dass halt die Menschen auf der Welt sind, vielleicht es ist eigentlich ziemlich schwierig da, weil der Gott sich das ausgesucht hat, weil dieser Mensch eine Bedeutung im Leben hat. Er halt wollte, dass dieser Mensch auf der Welt ist. Um zu leben. Um zu leben. Was heißt für dich Leben? Einfach, dass man die Erde liebt und einfach auf sie achtet. Und nicht so, wie es jetzt ist eigentlich, weil es ist viel zu wenig mehr, also zu wenig Natur. Tierschützer zu werden, wahrscheinlich, glaube ich. Ich denke, jeder Mensch kann die Welt ein bisschen besser machen, auch wenn es vielleicht nur ein bisschen ist. Sehr schön, das glaube ich auch. Das weiß ich nicht. Wenn du ganz tief in dein Herz reinhörst, warum glaubst du? Ich glaube, weil wir einfach nett sind zueinander, weil wir schlau sind, weil wir stark sind. Weil wir schlau genug waren, uns durchzusetzen. Und was ist unsere Aufgabe von allen gemeinsam? Vor allem die Umwelt zu schützen, weil das passiert ja nicht mehr so oft. Keine Kriege mehr zu führen und sowas. Diese Frage habe ich mir noch nie vorgestellt, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Hör am besten nicht auf deine Gedanken, sondern was dein Herz schon von Anfang an drin gehabt hat. Also ich glaube halt, dass wir eher nur für die, um eben generell uns Menschen weiterzuhelfen, so, und dass es eben alles eine große Gemeinschaft ist und dass jeder jeden braucht. So, dass wir halt auch den Tieren helfen und halt, ja, gegenseitig uns helfen, unterstützen. Und du machst darin? Ja, da tragt ja jeder was dazu bei, wenn man dem anderen hilft. Weil der hilft dir dann vielleicht wieder zurück oder der hilft dem anders und der hilft dem zurück. Und das ist halt alles ein Kreislauf. Ich hoffe, dass es dann trotzdem noch auch ohne meinen Körper trotzdem nur so weitergeht, mit meinem Geist, dass alles so bleibt, alles schön wird und alles. Das wäre voll super, wenn das wirklich so wäre. Und glaubst du daran, dass es so ist? Schon, also jeden Tag schaue ich nochmal, dass ich da was dazu beitrage, dass das so bleibt, so wird. Dass was so bleibt? Dass wenn mein Körper jetzt verschwindet, Staub, dass trotzdem die anderen Menschen, die jetzt nur leben, das Gleiche machen und ich Freude daran haben, dass sie noch auf der Erde sind und leben können. Ich glaube, man kommt in eine andere Dimension oder sowas. Nach meinem Tod passiert. Es war verändert. Also, lass mich überraschen. Ich glaube, man lebt noch irgendwo weiter in so einer Geisterwelt oder so. Und halt so, man ist dann halt ein Geist, aber noch immer anwesend. Nur die Menschen können einen nicht mehr sehen. Dann steigt man in den Himmel und dann kommt man als ein anderer Mensch wieder zurück auf die Erde. Echt? Wie sieht der Himmel aus? Der Himmel ist für mich ein schönes Land, ein riesengroßes Land, wo alle dann zusammenhalten. Meinst du, dass wir den Himmel auch auf Erden bringen können? Ja. Und wie schafft man das? Wenn man fest dran glaubt, dass halt alle zusammenhalten könnten. Ja. Ja, es bleibt
Nur der Körper hört auf zum Leben. Und was passiert mit dem Bewusstsein? Es bleibt. Und, ja. Und wo bleibt? Überall. Überall. In mir drinnen, eigentlich. Mhm. Versuch zu erklären, was du meinst. Ja, ist. Schwer zu erklären. Ja, es ist halt in mir erinnern, das Bewusstsein. Und es wird immer drinnen sein. Ich glaube nicht, dass das verschwindet. Mhm. Also das ist so die Seele, die bleibt, ja? Und die wandelt dann halt wieder in einen neuen Körper. Und der kommt dann halt wieder als Baby auf die Welt. Direkt nachdem du gestorben bist? Oder gibt es dazwischen Nein, noch andere Orte? Da ist schon ein Zeitraum dazwischen, glaube ich. Und was passiert da? Also meine Mama hat mir mal erzählt, dass, die Menschen, wenn sie sterben, sich wieder in ein Baby aus der Familie, also immer in der Familie, das bleibt. Und wenn dann jemand aus der Familie ein Kind kriegt, dass da eben vielleicht die Seele drin sein könnte. Meinst du, dass wir eine ganz große Menschheitsfamilie haben? Schon. Das heißt, wir können eigentlich in jeder Familie wiederkommen? Es könnte sein. Das ist schwer zu beantworten. Es geht über die... Es steigt aus dem Körper und geht über die Regenbogenbrücke. Und was ist die Regenbogenbrücke? Das ist eine Brücke, wo man jedem Tier begegnet, das man zu Lebzeiten gesehen hat. Wo man begegnet ist und die entscheiden dann, ob du rüber darfst oder nicht. Und woran entscheiden sie das? Wie gut du warst, wie nett. Was heißt gut zu sein? Also, dass man jetzt immer wem hilft oder jetzt, wenn einer jemandem etwas fehlt, es ihm auszuborgen. Ich meine das Gleiche wie mein Bruder, aber ich denke, manche kriegen vielleicht noch eine zweite Chance. Das machen, was ich mag, aber auch auf die anderen Rücksicht nehmen. Also, dass ich jetzt nicht irgendwann einen Amok laufe oder irgendwas mache, das ist blöd. Dass ich keine anderen gefährde, aber trotzdem, dass ich Spaß habe. Ich tue gerne mit Holz arbeiten. Aha, ja. Und habe zu Hause eine eigene Werkstatt. Und ja, mein Papa ist Tischler. Und mein Opa ist Zimmerer, von denen habe ich es eigentlich gelernt. Mhm. Weil mir hat das schon immer gefallen, dass ich immer irgendwas mit Holz gemacht habe. Mhm. Ich habe generell immer gern gearbeitet, auch wenn ich draußen im Garten. Ich tue im Frühjahr immer gern Rosen mähen und sogar Kartoffeln. Ich glaube, meine Aufgabe ist es, dass ich einfach anderen Leuten helfen kann, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Mega schön. Ich glaube, die Umwelt zu schützen, ein Gottesfunken zu sein, und das Leben selbst in mir sprudeln zu lassen, glaube ich. Mega schön. Aufgabe ist es, für Frieden zu kämpfen. Meinst du, dass es ein Widerspruch ist, für den Frieden zu kämpfen? Nein, glaube ich nicht. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Also Frieden wäre ja quasi das Gegenteil von Kampf. Mhm. Wenn man dann für den Frieden kämpft, kämpft man ja wieder. Ja, ich will einfach, dass es der Welt einfach besser geht. Meine Aufgabe, ich will zwei Jobs machen. Ich will Chemiker und Techniker sein, weil diese zwei Dinge in der Schule war Chemie auch. Ich liebe Chemie, war richtig lustig. Mhm. Und auch Technik. Habe ich andere Menschen zusammenbringen, Spaß haben, mit den anderen Kindern spielen, das zum Beispiel mit kleineren, so wie zum Beispiel mit meiner Schwester, mit meiner 6-Jährigen, dass ich da auch mit ihrer spiele, weil sie hat noch nicht so viel Leute, sie ist auch noch nicht da in der Schule und dass ich sie da ein bisschen Spaß, dass sie da Lust am Leben hat. Mhm. Sehr schön. Was weiterzubringen auf der Welt. Und was möchtest du weiterbringen? Dass keine Kriege mehr sind und mehr mit der Natur verbinden. Ja. Wieso? Ich schon. Manchmal. Manchmal. Wann hast du keinen?
Bei mir zu Hause. Wieso? Wenn mich jemand zusammenscheißt. Dann ist es geil. Ja. Okay. Ja, schon, weil wir entscheiden ja die Sachen eigentlich selbstständig. Also nicht alles. Was nicht? Also eigentlich schon alles. Was können wir nicht entscheiden? Keine Ahnung. Ich glaube manchmal nicht, aber schon mal oft. Wann haben wir keinen? Wenn man zum Beispiel ein Zimmer aufräumen muss. Und wann haben wir schon einen? Wenn ich selber entscheiden kann, was ich machen will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht wandern gehen will, dann darf ich das sagen und muss nicht wandern gehen. Hm. Und du meinst also, wir als Menschen haben einen freien Willen. Also wir können selber entscheiden, wer wir sind. Ja, ja, nur müssen wir halt mit den Konsequenzen rechnen. Hm. Dass ich alles mache, was mir bleibt, dass ich mich nicht aufhalten lasse von anderen, dass ich immer durchziehe und immer an mich glaube, dass ich nicht aufhöre zu glauben an mich, weil nur wenn ich an mich glaube, funktionieren die Sachen richtig. Was Sinn des Lebens ist, ist eine schwierige Entscheidung, weil doch Gott sich das so ausgesucht hat. Und wieso hat sich Gott genau dich ausgesucht? Weil das mal ausprobieren wollte. Er wollte es mal ausprobieren, was du so machst. Ja. Auf dem Planeten. Ist der Philosoph, wenn du so viel denken. Johanna. Ich glaube, dass der Gott uns ausgewählt hat, weil er will, dass wir halt einmal leben und dass wir uns dann aussuchen können, ob wir nochmal auf die Welt kommen wollen oder nicht und wo wir bleiben wollen und auch ob man zum Beispiel so halt, weil der Gott wollte, also ich glaube, dass der Gott wollte, dass er mal sieht, was wir machen auf der Welt und ob wir viele Freunde haben und ob wir auch viel Spaß haben am Leben. Der Sinn des Lebens, das ist jetzt sehr schwierig. Sinn des Lebens, ich glaube, der Gott hat uns erschaffen, um zu sehen, ob wir Freude haben, ob wir Spaß haben am Leben oder auch nicht. Und das Ziel ist es also, ja? Das Ziel war das Schwere. Sehr schwierig. Das Ziel ist es, Freude zu haben? Ja. Liebe in die Welt zu geben? Ja. Freunde zu haben, zu finden, so Freunde zu haben. Also man sich einfach ein schönes Leben macht, so die, vielleicht, also ja, eigentlich trägt ja jeder was zur Welt bei. Und das wäre eben einfach Gutes verbreiten. Und ja, und halt Menschen helfen, Tieren helfen, was weiß ich, ganz vielen helfen. Also ganz viel helfen. Also ja, eine Gemeinschaft eigentlich. Ganz ehrlich, den habe ich bei mir selber noch nicht herausgefunden, da arbeite ich jetzt noch dran. Und ich hoffe, dass ich das jetzt bald in den nächsten Tagen schon herausfinden kann. Also der Sinn des Lebens ist ja eigentlich nichts, das du herausfindest, sondern etwas, das immer schon in dir ist. Und das kann ja auch ganz, ganz vieles sein. Das ist ja nicht ein Job oder eine Sache. Ja. Und wenn du ganz, ganz tief in dein Herz reinhörst, mit all dem Wissen, das dein Herz hat und mit dem du schon auf die Welt gekommen bist, was würdest du dann sagen, erfüllt dich am meisten? Oder? Das Zusammensein, also das miteinander etwas machen, miteinander etwas bewirken, das finde ich passt zu allen, dass wir das auch alle schaffen. Ja.
Das ist schwer zu sagen. Ich war nicht diese Kind in der Schule. Oh, ich will Polizist sein oder ich will eine, wie heißt, oder Feuerwehr sein. Ich habe mich immer interessiert für Technik, wie ich mich immer interessiert, seit ich 4 bin. Der Sinn des Lebens ist für mich, alles zu erreichen, was man erreichen will. Der Sinn des Lebens ist für mich, mehr zu erfahren, mehr zu lernen, einfach mich auszuleben. Für mich ist der Sinn des Lebens einfach, seinen Stimmungen zu folgen, das tun, was man will und seine Leidenschaft zu tun und von der Unterdrückung einfach weggehen. Von welcher Unterdrückung? Von der Politik oder einfach bestimmte Unterdrückungen. Manche Schulen, privat bestimmte Hochschulen und politischen. Um frei zu leben. Ja. So, wenn man beispielsweise lang lebt, aber nur im Büro hockt und macht, was man nicht mag, danach hast du nicht gelebt, du hattest keinen Spaß. Man sollte aber lieber Spaß im Leben haben und kurz leben, als lang zu leben und keinen Spaß zu haben. Viel Computerspielen, Freiheit, lernen, arbeiten gehen, vielleicht einen Ferienjob, Bus fahren, vielleicht Skifahren, viele Sachen halt. Ich kann nicht alle aufzählen. Aber das Leben, so wie du es sagst, da es so viele Dinge sind, ist das Leben selbst zu leben irgendwo? Ja, das Leben so leben, wie man es will, das ist sehr wichtig. Der Sinn des Lebens ist für mich, Spaß zu haben und in meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Mach einfach so. Okay, also wir haben jetzt das Tweet, Schulführung von Niklas. Let's go. Hallo, ich bin's für alle, die mir noch nicht im vorigen Video gesehen haben. Doch, haben die schon gesehen. Niklas A. Jetzt kommen wir zu meiner Schulführung. Das ist unser Fußball-Drehfußballrahmen heute, so in der Ort. Das ist Markus der Freund für jeden, der ihn nicht kennt. Let's go. Und da ist noch unser Turnsaal, nicht besonders groß für Schuhe, aber das passt schon. Und in dem Bereich, nicht das groß, ist eigentlich Sperrgebiet, das ist Fahnenbereich und das ist irgendwer halt von unserer Schule. Okay. Schnell, Niklas. Hier sieht man den Gang. Hier ist die Garderobe. Okay. Dem berühmten Würfeldreher. Schnell, Niklas. Berühmter Würfel. Wo? Hier, berühmter Würfel. Okay, let's go. Hier ist noch unsere Treppe nach oben. Wie jede Schule. Hier ist noch eine Treppe. Hier ist der zweite Stock. Hier ist das Jausenbuffet. Dein Jausendienst arbeitet schon bereits fleißig. Okay. Wie man hier sieht. Hier geht's weiter. Hier ist der Gang. Hier ist mein Basislager. Das Basislager der First Sekundar. Dein Basislager? Hier ist nicht seins scheinbar. Nicht nur meins, Henny. Das ist die Bibliothek. Sehr, sehr viele Bücher. Okay. Hier ist der Gang nochmal. Hier ist das Basislager der Primaria und unser Aquarium. Hier kann man spielen. Hier ist die Toilette. Hier ist unser Waschbecken und Badezimmer. Okay. Und hier sind Zauberwürfel zur freien Entnahme drin. Oh, Zauber. Und hier ist das Basislager der Sekundaria. Sie haben schon ihr eigenes Basislager. Oh. Und jetzt noch. Wow, schon im Ja. Und hier noch das Basislager der Vorsekundaria Blau. Hier ist es immer so laut. Ich hoffe, ihr lasst für Marco ein Like da und danke, dass ich die Schule zeigen durfte. Ja, vielen Dank, Niklas. Bis zum nächsten Mal.
zum nächsten Mal. Falls wir uns nochmal einschlagen, du musst jetzt die Hand geben. Let's go. Nico. Tschüss. Wirklich toll.